Willkommen zum Angedaddelt von Spindel. Ein Spiel, das aktuell von deutschen Entwicklern entwickelt wird. Genau genommen wird es von einer Hauptperson mehr oder weniger primär entwickelt seit über 4 Jahren. Und er hat sich Hilfe geholt von 2 weiteren. Und alle drei machen das ganze Spiel irgendwie aktuell so halbwegs in Teilzeit, weil sie alle auch noch andere Jobs haben. So, dazu aber später mehr. Wir gucken jetzt einfach mal direkt in das Spiel hinein und schauen uns einfach mal Spindel in der Demo-Version direkt mal an. In dieser kurzen Demo gibt es Checkpoints, zu denen du zurückgesetzt wirst, falls du stirbst. Dein Fortschritt wird nicht gespeichert, wenn du die Demo verlässt. Sehr bedauerlich, aber gut. Richtige Speicherdatei für eine Demo, die du danach dann deinstallierst, finde ich auch sinnbefreit. Ne? So, wir gucken mal. Entwickelt von No Fuel Games, das sind alle drei zusammen. Let's Game Dev, das ist Tom, der Haupt-Tiny, und das letzte konnte ich gar nicht mehr lesen. Ein Schweinchen, wach auf! Wir müssen schnell weg von hier. Drücke A zum Fortfahren. Wie kann man nur so leichtsinnig sein? Los, mach schon, du Dummkopf, folge mir! Ich werde von einem Schwein herumkommandiert. Und ich selbst bin der Tod. Oder der Weeper, oder wie auch immer. Und hab wohl Schwein gehabt. Warum auch immer, wie ich das Schwein jetzt hier herumkommandiert. Ich weiß ja auch nicht. Vielleicht war es bei der Bundeswehr, Mann. Das ist ein Bundeswehrschwein. Keine Ahnung. Ja? So. Da ist das Schwein. Du wunderst dich, was los ist? Du hast die Spindel berührt. Wir müssen das wieder hinbekommen. Komm schon. Okay, dann gehe ich erstmal demonstrativ woanders lang. Guck mal, hier haben wir irgendwelche komischen Felder. Kann das Schwein doch bestimmt irgendwie Trüffel finden oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. So, hier komme ich auch nicht rein. Vorne ist ein Schild. Um zum Beispiel mit einem Schild zu interagieren. Da oben geht zum Mar. Unten links geht zu See. Sehe ich nicht. Hallo? Da bist du ja. Los, Männer. Ich spüre, dass es hier ist. Und der Regen und die Grafik, diese hübsche Pixelgrafik, lassen mich erinnern an diverse andere alte Super Nintendo-Spiele. Da gab es halt auch so ein bestimmtes Spiel, wo es halt auch am Anfang geregnet hat. So, was haben wir denn hier? Hör auf mit dem Blödsinn, komm endlich. Okay. Nach oben, mal Friedhof. Rechts, mal. Mag ich nicht. Verdammt. Ihr auch nicht. Keine Chance. Aber wir müssen da rein. Irgendwie. Und irgendwo. Und irgendwann. Da bauen wir uns ein Schloss aus Sand. Okay, gut. Ja. Verschlossen. Wir müssen uns was anderes verfallen lassen. Vogelhauen. Oh, Vogelfickfick. Ich kann auch noch nicht zuhauen oder ähnliches. Das ist halt noch nicht möglich. Versuchen wir das doch jetzt hier nochmal an dem Loch oder was es sein soll. Ein Loch. Vielleicht kann ich mich hineinzwängen. Flup, 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 flup. Und das ist auch schon draußen auf der anderen Seite. Sieht so aus, als könnte ich das Tor von dieser Seite aus öffnen. Pass mal auf. Und Bodycheck. Schwein bekommt eine Erfahrung vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Es hat eine Tür getötet. Sind wir hier bei einem verlassenen Dorf? Ist das Tristram? Es gibt einen Brunnen in der Mitte. Wo ist Deckard Cain? Stay a while and listen. Aber hier komme ich überall nirgends rein. Also außer ich muss irgendwie einen Knopf drücken, um Häuser zu betreten. Aber oh, da ist ein Haus mit Licht. Das ist sehr einladend. Gehen wir doch da mal rein. Da kann ich auch einfach so rein. Okay. Damit 3 Personen. Ich guck mal, kann ich hier das Buch lesen? Nein, kann ich nicht. Kann ich Pflanzen angucken? Nein, kann ich nicht. Kann ich hier Makaroni mit Käse zubereiten? Nein, das ist nicht die Sims. So, oh, da kann ich was. Ein altes Buch mit den Einnahmen und Ausgaben des Dorfes. Ja, ich will die Einnahmen und Ausgaben lesen. Bücher über Architektur. Beiden? Bücher über Spielzeugeisenbahnen. Für
Eisenbahnliebhaber, ja? So, was ist hier los? Es ist alles so schrecklich. Junge, was machst du denn hier? Das ist mein Vater. Er ist kaputt nach deiner PIM und ich hörte Schreie. Vom Friedhof kommen, als ich nachsah, fand ich ihn dort auf dem Boden liegend. Er ist zwar der Bürgermeister, aber ich weiß gar nicht, was er um diese Uhrzeit dort noch wollte. Junge, etwas Böses. Er hat seitdem unglaublich Schmerzen. Ich kann es mir nicht erklären. Du musst dich ausruhen. Ich weiß, das klingt merkwürdig, aber er müsste längst tot sein. Bitte? Du musst zum Friedhof. Das halte ich für keine gute Idee. Aber wenn du darauf bestehst... Du hast den Friedhofsschlüssel erhalten. Also, er hier, der tot sein sollte, kann nicht sterben. Interessant. Also, gehen wir mal von aus, er kann nicht sterben. So. Oh, kann ich hier irgendwie Seiteneingang? Nein, okay. Gut, jedenfalls haben wir einen Friedhofsschlüssel. Mit dem Friedhofsschlüssel können wir zum Friedhof gehen. Wer hätte es gedacht? So, machen wir auf da. Da, 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 da. Sehr gut, weiter, weiter. Dabei, dabei. Und hier haben wir irgendwie die kommen Schleimhaufen mit den Tentakel. Oh. Wir kommen wohl da raus, ja. Das ist übler, als ich erwartet hatte. Wir müssen rausfinden, was hier los ist. Da kommt schwarzes Zeug aus den Gräbern, die geöffnet wurden. Wir hoffen, dass du bald wiederkommst. Das ist ja eine schöne Aufschrift. H-N-Firma. Komm zu lesen. Hab ich nicht in der Firma. Ich hab keine Ahnung. Hätte ich doch Spindel unterstützt. Ich habe Spindel schon unterstützt. Schon bevor ich die Demo gespielt habe, habe ich tatsächlich jetzt Spindel unterstützt. Per Kickstarter kannst du jemanden auf einen Grabstein im Spiel verewigen. Ich glaube, soweit habe ich das nicht gespendet. Aber, ja, mehr Infos in der Kickstarter-Kampagne. Dieses Spiel wird aktuell noch auf Kickstarter finanziert und ich rufe hiermit auch gerne auf, dieses Spiel zu unterstützen. Bevor ich jetzt hier weiterspiele, einmal kurz ein bisschen Blabla. Ja, es wird halt, wie ich eingangs schon erwähnt habe, von drei jungen Menschen halt entwickelt, dieses hübsche Spiel. Und basiert halt dann auch wiederum auf einer Grundidee von den Tom, den in Anführungszeichen kenne ich, ne, ist halt zu viel gesagt, ich kenne ihn nicht persönlich, aber verfolge halt auch seine Videos auf YouTube schon seit etlichen Jahren, er macht auch schon, keine Ahnung, seit 8 Jahren oder sowas YouTube, macht halt dann so quasi Gaming-Programmierung-Videos, ne, auf welche Hürden man halt dann stößt, auf Programmieren wegen, ganz grobe Gedanken halt zum Gedanken der Spieleentwicklung und. Finde ich tatsächlich sehr informativ und kann man sich definitiv mal anschauen und dieses Spiel hier auch durchaus unterstützen. Ja, ist jetzt erst seit ein paar Tagen, läuft gefühlt noch circa einen Monat. Aber dieses Spiel braucht natürlich halt auch eure Hilfe, damit es auch weiter finanziert wird. So. Rip. Rest in Peace. Oder Ruhe in Pizzahaufen. Solange wir sind, bist du es auch. Irgendein Grabstein steht dann sowas wie zu Fuß ist es kürzer als über dem Berg oder nachts ist es kälter als draußen. Okay. Hier sind wir definitiv richtig, aber nimm dich in Acht. Hier stimmt etwas nicht. Was stimmt denn hier nicht? Kann ich mich auch in 7 nehmen und nicht in 8? Nein? Okay. Ich habe einen Hebel benutzt. Okay. So, und hier sind wir wohl in irgendeiner Art von Dungeon. Und dann kriege ich leichte Flashbacks an diverse andere Spiele, die ich gerne gespielt habe. Und ich kann auch runterfallen. Okay. Das ist jetzt schon großartig. So. Da, 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 da. Ach ne.
Wie konnte das nur hierhin gelangen? Was du hier siehst, ist ein Teil meiner Kraft. Deiner Kraft? Oder nun besser gesagt, deiner Kraft. Ah, okay. Ich habe die Macht. Du hast einen Teil deiner Macht zurückerlangt. Drücke X, um die Sense zu schwingen. Okay, gibt's jetzt Schinkenauflauf? Nein? Ich krieg das Schwein nicht kaputt. Aber ich krieg jetzt hier Büsche kaputt. Okay. So. Ja. Das ist ein Prinzip, das kenne ich. Büsche zerkloppen. So. Was haben wir denn jetzt hier? Einen weiteren Weg. Oh, wir brauchen hier wohl einen Bossschlüssel. Lässt sich vermutlich mit einem besonderen Schlüssel öffnen. Sagt er, das Schwein. Wow. Wieso geht das nicht? Ah, okay, Ich muss erstmal lernen zu laufen, weil ich bin ein anerkannter Kackbohnen. Ich bin eine Laufsturmtruppe. Der Brückenexpress. So. Kriege ich tatsächlich Leben, wenn ich hier was zerhaue? So ein Buschklopper. So ein mit ohne George. Das wäre ja interessant. Dass du halt Leben allein da halt zurückbekommst, dass du kämpfst. So Dauerlebensentzug. Ich mag Lebensentzug auf Waffen. Ich meine, ich krieg natürlich Schaden, aber ich scheine auch. Hier kommt das aus den Dingern raus. Da kommen so weiße Kugeln. Dafür werden wir Schlüssel brauchen. Ach, wirklich? Hier auch? Krass. Okay. Na komm. Wir sind aber noch human langsam. Hier kommen wir dann dahin zurück, Shortcut-mäßig und... Ja, hierfür muss ich jetzt erstmal einmal hier wieder rum, dann die Brücke wieder einfahren und dann einmal wieder rum. Ich habe noch keine ganz schnelle Lauffunktion, ne? Sieht schlecht aus. Okay. Dann gehen wir hier lang. Und wir haben einen Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen. Okay. Ich gehe da mal. Und lass mich hier vielleicht nicht zerquetschen. Das wäre schon schön. So. Na komm her, du Flattermaus. Na 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 Flattermaus. Was seid denn ihr für Turtles? Teenage Mutant Graue Turtles. Teenage Mutant Graue Turtles. Es sind Turtles, die sich zusammenrollen wie ein Ball. Faszinierend. So. Ist halt tot. So komm, roll mich. Roll mich an. Ach schon, wollte für immer rollen. Noch einen großen Schlüssel. Ein goldener Schlüssel. Suche ein goldenes Schloss. Okay. Ich weiß, wo eins ist. Muss ich es jetzt noch suchen? Oh, was ist das? Du hast ein Monsterteil gefunden. Im echten Spiel wirst du es dich sicher brauchen. Okay. Hier in der Demo jetzt wohl noch nicht. Habe ich ein Inventar? Anscheinend nicht. Interessant. Interessant. Gibt es hier dann später noch eine Art Crafting-System oder Eintauschsystem oder irgendwie sowas? Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder vielleicht brauchst du es zum Verbessern von Waffen oder anderen Dingen. Abwarten. Dauert ja noch ein bisschen, bis das Spiel raus ist. Also, ne, erste Prognosen seitens der Entwickler ist halt, ne, so, ja,
Eventuell 2023. Muss man halt dann gucken. Kaputt. Da, aber noch. Oh. Okay, der rollt sich auch. Das ist aber keine Schildkröte, das ist einfach nur eine große Matschkugel. Mit Mund und Zahnproblem. Ja, er hat auch Mundprobleme. Aua. Nee. Nee. Aua. Oh. Okay. Ist jetzt nicht der mega schwerste Boss. Aber ich habe mich natürlich auch ein bisschen blöd angestellt. So, like a Mammut halt. Typisch ich. Krieg ich den? Nein, krieg ich nicht. Schön, wie die halt voneinander abprallen auch teilweise. Wow. Er macht einen neuen Move. Er stampft ziemlich schnell durch die Gegend. Oh, das war's. Wir haben seinen Schicksalsfaden durchtrennt, ja? Mit unserer tollen Sense. Hallo Junge, ich danke dir. Du hast mich von meinen Qualen erlöst und nun bin ich frei. Bevor ich gehe, möchte ich dir noch den letzten Funken meiner Lebenskraft schenken. Upp. Wir haben ein weiteres Herz bekommen, cool. Und es regnet nicht mehr. Das hast du gut gemacht. Du kannst es dir sicher schon denken. Ich bin der Tod. Meine Kraft wurde zerstört und ich konnte mich nur noch in dieses Schwein retten. In 5 Teile ist meine Kraft zersplittert, aber einen Teil hast du ja bereits schon. Wir müssen auch die anderen Teile finden. Der Schwein ist das Tod? Okay. Hallo. An dieser Stelle endet diese kleine Demo. Du kannst nun frei die Umgebung erkunden und noch das ein oder andere Geheimnis entdecken. Wenn dir die Demo von Spindle gefallen hat, würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Meine Unterstützung habt ihr vollends. Ne? Also, da bin ich voll dabei. Ich will das fertige Spiel. Am besten jetzt gestern schon. Und spielen und so. Ja. So. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwie irgendwelche Secrets finden. Ich weiß halt, wir könnten da theoretisch bei diesem komischen Haus noch an dem See da durch. Oh, hier können wir jetzt noch mit den Leuten reden. Hier kann man vorher auch nicht. Oh, eine Katze! Oh! Oh! Mit der kann ich auch nicht reden. Kann ich auch nicht töten. Hat Vor- und Nachteile. Hier liegt noch irgendein Buch. Oh, kann ich auch nicht angucken. So. Halt, das Buch noch angucken. Ist aber auch nichts. Hier gibt es auch keinen Kommentar zum Kaffee und Tee. Nein? Okay. Ich bin auch kein großer Kaffeetrinker. Ja, ich weiß, damit mache ich mich gerade beim Entwickler unbeliebt. Ey, das Huhn hat so gaune. Das Huhn, hä? Okay, das Huhn wird mich töten, wenn ich das weitermache. Bürgermeister zu sein ist sicher nicht leicht, aber ich schaffe das. Der ist ja offen, optimistisch. Das Buch der Patreons. Patrons. In diesem Buch sind all die Leute, die das Projekt schon seit vielen Jahren vor Kickstarter unterstützt haben. Vielen Dank. So. Das sind tatsächlich einige, weil man kann natürlich auch den Tom auf Patreon unterstützen und kontinuierlich halt eben sein Werk unterstützen. Aber aktuell ist es tatsächlich, denke ich mal, mit am wichtigsten, dass halt die Kickstarter-Kampagne vollendet wird. Wer bist du denn? Das hat Ben gestern Nacht halt viel Schaden verursacht. Ich bin froh, dass unsere Nachbarn uns so unterstützen. Kann mit dir reden?
Kann ich mit dir von einer Seite reden? Oh. Es gibt viel zu tun. Die Brücke im Nord-Südosten habe ich auch schon repariert. Da, wo wir herkamen quasi, ja? Es ist nichts passiert. Nichts passiert. Achso, da hast du nur den Wassereimer umgekippt, ja? Oh, ich koche für unsere Nachbarn, die uns so toll helfen. Dann ist alles so, wie es schon immer war. Okay. Eierkuchen. Ein Rezept. 1/2 Liter Milch für Eier, 300 Gramm Mehl, 3-4 Esslöffel Mineralwasser, Salz, Öl, Zucker zum Bestreuen. Alle Zutaten zusammenrühren und Ei in eine heiße Pfanne geben. Rausholen, bevor der Eierkuchen verbrennt. Ist das dein persönliches Lieblingsrezept? Ich habe keine Ahnung. Oder warum ist dieses Rezept jetzt hier? Hat bestimmt irgendwo irgendeinen Hintergrundgedanken. Vielleicht auch einfach nur gedacht so, ach ja, man könnte ein Rezept halt reinpacken. Ja, wir nehmen mal irgendwie das Erstbeste von Google. Das Buch der Mutigen. In diesem Buch werden all die eingetragen, die den Mut hatten, das Spiel besonders zu unterstützen. Geh auf unsere Kickstarter-Seite, um mehr zu erfahren. Vielen, vielen Dank. Aha. Aha, 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 aha. Keine Ahnung, ob da mein Name dann auch irgendwo steht. Bücher über Architektur. Bücher über Landwirtschaft. Bücher über Medizin. Bücher über Spielzeugeisenbahn. Hey, die kenne ich schon. So. Aber ganz kurz, vielleicht ist hier noch irgendwo drin. Nein, okay. Noch nicht, nein. Warum ist hier eigentlich drin? Ja, das war das Katzenhaus, okay. Mit dem Brunnen kann ich auch weiter nichts machen. Das war immer noch das. Okay. Okay, hier ist auch nichts. Hier ist nur das Haus des Bürgermeisters. Ich habe das Gefühl, die anderen Dorfbewohner wollen es noch gar nicht wahrhaben. Ja, kannst du halt jetzt auch nicht ändern, ne? Scheiße gelaufen, aber was muss, das muss. Lieber tot als rumquälen. Hier gibt es Getreide, gemahlen, eine Mühle. Da kann man doch dann bestimmt dann irgendwie da die Treppe benutzen irgendwann mal. Wahrscheinlich jetzt nicht in der Demo, also. Denke ich zumindest mal. So, was ist mit dir, Huhn? Ich kann es auch exakt einmal angreifen. Kann ich es auch töten? Das wäre ja eigentlich schon interessant, ne? Oder ob dann irgendwie was passiert, so Nemesis-mäßig. Oh. Und wo lande ich eigentlich, wenn ich sterbe? Spiel hat mir gesagt, es gibt Checkpoints. Ah, okay, mitten hier im Dorf. So, was ist mit euch hier, ihr Farmer? Die Pflanzen gedeihen in diesem Jahr nicht, aber das wird schon. Ich habe nichts von einem Erdbeben mitbekommen. Ach, gibt es dann Dorfbewohner, die haben das Erdbeben gespürt und andere nicht? Und dann gibt es welche, die sind besonders und so. Oh, es gibt Krüge, mit denen kann man später wohl irgendwie was machen. Aktuell habe ich dafür nicht die Kraft. Also mir gefällt halt wirklich der Arzt hier auch. So die schlicht gehaltene Pixelart. Es spielt sich aktuell relativ flüssig, so von den Übergängen her und alles. Es sieht halt sehr, sehr gut aus. Trotz dessen, dass es halt so schlicht gehalten ist, sag ich mal. Schlicht muss nicht schlimm sein, ne? So, ist hier unten irgendwas? Anscheinend nicht. So. Ja, auch nicht. Okay. Einfach mal, ne? Vielleicht findet man hier noch so ein Pokémon im hohen Gras. So ein wildes Enton. Ich mag Enton, okay. Ah, sind das die Entwickler? Guten Tag. Du hast es also bis hierher geschafft. Warst du schon im Wald? Noch nicht. Vielleicht gibt es da ja auch noch das eine oder andere zu entdecken.
Wir sind die Entwickler von Spindle und hoffen, dass dir die Demo gefällt und dass du uns auf Kickstarter unterstützt. Und weil wir so nett sind, schalten wir dir nun eine neue Fähigkeit frei. Drück Y, um zwischen dir und dem Schwein zu wechseln. Okay. Achso, das ist... Ich kann also jetzt auch das Schwein steuern. Weiß halt nur noch nicht wofür und ich weiß nicht, warum ich den Stein verschieben kann. Aber ich kann's. Kann ich die Entwickler töten? Sieht nicht so aus. Okay. Was war mit dem Hammer, was er da gesagt hat? Schwein zu spielen ist der Hammer. Okay. Ich hab einen Stein. Und ich bin eigentlich ein Schwein. Hier. Oh. Kann ich nicht. Ich bin Kirby, das Schwein. Ist doch so. Wow. Guck dir das an. Es ist 1:1 Kirby. Nur im Schweinchen-Skin. Und das Schwein kann sich auch zurück teleportieren. Krass, heftig. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Weil hier waren wir noch nicht drin. Da geht's auch immer noch nicht rein. Und hier können wir auch noch irgendwie weiter. Richtung See und so. Und da. Ich hacke Holz, lass mich in Ruhe. Okay. Was ist das? Es ist ein Ei. Es wollte ein Eierlauf. Ich hab Geld gekriegt, cool. Kann ich euch aufsaugen? Sieht schlecht aus. Hä? Nee, das geht nicht. Also, doch nicht Kirby. Wir haben wieder irgendein Monsterteil gekriegt. Noch so ein Ei. Solange ich das nicht kaputt haue, dann kommen irgendwie Spinnen raus. Ich hasse Spinnen. Macht keine Spinnen da rein. Das macht's nicht besser. Hier haben wir jetzt einen Stein. Warum haben wir jetzt hier einen Stein? Wohin soll ich den dann bringen, wenn wir hier einen Stein haben? Hier nicht. Also nicht in den Baum schmeißen. Quick. Eierpflanzen, also Eggplants sind eigentlich ja Auberginen. In dem Fall ist bestimmt keine Aubergine gemeint. So, da oben geht's irgendwie in diesem Bildschirm. Aber wir gucken erstmal, was wir noch so finden. Hier haben wir auch noch einen Stein. Ganz offensichtlich handelt es sich hierbei um einen Steinsammelclub. Was anderes kann es nicht sein. Wahrscheinlich hätte ich mit den Steinen jetzt die Gegner kaputt hauen können, ne? Ups. Hallo, ich bin Mammut. Ich falle öfter mal runter und spiele wie ein kleiner Kackbuben. Gucken wir mal, wo es hier hingeht. Der See. Unendliche Weiten. Und doch. Na, du nichts nutzt. Wenn du angeln willst, stell dich ans Ende des Stegs und drücke A. Ich weiß nicht, ob ich angeln will. Ich gehöre zu der Gruppe von Spielern, die Angeln jetzt eher so semi-optimal findet. Kannst du den Krug einsaugen? Das geht. Damit können wir Krüge zerstören. Heftig. Fischen macht Spaß. Von Piscarius Fischer. Tipp Nummer 32. Das Geheimnis liegt darin, nicht wie ein Wilder am Fisch zu ziehen. Geduld und eine Beobachtungsgabe sind Schlüssel zum Erfolg. Eine gute Beobachtungsgabe, wohlgemerkt. Okay. Ein leeres Aquarium. Oh, noch ein leeres Aquarium. Oh, noch ein leeres Aquarium. Oh, schon wieder eins. Krass. Okay, wahrscheinlich darf ich jetzt angeln. Und dann werden die Fische darin ausgestellt. Gucken wir mal.
Die Angel. Drücke A, um die Richtung und die Wurfkraft festzulegen. Mit linken Stick kannst du den Köder bewegen. Hat einen Fisch angebissen, drücke schnell, wiederholt A, um ihn an Land zu ziehen. Drücke B, um aufzuhören. Okay. Reißt denn auch die Leine, oder? Oh, ja, tut sie. Okay. Na komm. Nicht zu sehr an der Leine reißen hier. Komm schon, ich werde Profi-Angler. Ich habe das in Final Fantasy 15 auch geschafft, um die Platin-Trophäe zu kriegen. Ich krieg das hier auch hin. Komm schon, du kleine Kaulkopf, komm ran hier auf den Meter. Na komm schon. Plätscher nicht rum. Tu es einfach. So. Und da ist er. Du hast einen Seeschläfer gefangen. Er ist 27,77 cm groß. Rekord. Okay. Oh, ich habe direkt den Fisch getroffen. So geht das also auch. Solange die Angeln hier besser funktioniert als in... Oh Gott, welches Spiel war so furchtbar, was ich gerade im Kopf habe. Irgendein Spiel habe ich vor kurzem gespielt. Wo das Angeln echt furchtbar war. Und das in Final Fantasy 15 fand ich schon furchtbar. Ja, Sonic Adventure war auch furchtbar. Das ist ja halt das Schlimme auch noch gewesen. Da musste man ja dadurch, so oder so. Na komm. Großer Fisch ist groß. Bleibst du wohl hier? Na komm. So. Du hast eine Grünforelle gefangen. Sie ist 18,27 cm groß. Rekord. Hui. So, weiter, 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 weiter. Komm schon, Fischi, 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 Fisch. Ich habe noch zwei Aquarien zu füllen. Komm, Fischi, 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 ja, genau. Bitte warten. Was bist du denn? Goldfisch. Du hast einen Feuerfisch gefangen, er ist 17,27 cm groß, Rekord. Oh, was bist du denn? Ein Football. Es ist... Hey, Arnold! Wir können... Oh. Okay. Sollte ich dem Ding gleich folgen? Kann ich dem folgen? Ich habe keine Ahnung. Och, Mist. Ein Fisch will ich noch fangen. Komm schon. Ja, der große hier. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Geht doch. Okay. Nochmal so ein Feuerfisch, den wir schon haben, ne? Nur halt ein größer. Okay. So. Wenn die jetzt hier ausgestellt, da täte ich mich auf Freund und du siehst, dann fehlt sogar noch ein Fisch. Ist es im Wald verschwunden? Ja, ich gehe ja schon. Ich konnte da tatsächlich runterspringen. So, irgendwo hier ist das Mistding, ja? Da. Oh, okay. Das will mich tatsächlich attackieren.
weg. Oh, ich hab's getötet. Was ist das? Das ist wieder so ein Monsterteil, ja? Okay. Ist das jetzt gut? Ich hab keine Ahnung. Hat der Fisch halt noch irgendwas zu sagen diesbezüglich? Wir sind wohl verschwunden. Ach nee, wirklich. So, ich habe noch einen Fisch vor mir. Komm schon, komm schon. Heute auf dem Tisch gibt's lecker Fisch. Wenn der Fisch mitspielt. Ich hab noch so einen Spielerplatz frei. Controller, der Fisch belegt werden kann. Vom Fisch. Na komm schon, bleibst du wohl hier. Nicht rot werden, du Scheißleine. Hatten wir so einen schon? Grünvolle hatten wir, jo. Hier bleiben. Komm, komm, komm. Oh, der ist neu. Ein Einsiedlerkrebs. Du hast einen Schlupffisch gefangen. Er ist 14,71 cm groß. Ein Schlupffisch. Okay. Auch so eines von diesen Wörtern, die du halt nicht mehr verändern sagen solltest. Damit würde ich fast sagen, ich habe jetzt für die Demo alle Fische. Ist ein Wolffisch. Ach so. Ich glaube, mehr ist jetzt hier nicht, ne? Im Wald. Ich würde fast sagen, nein. Könnte ich jetzt nochmal probieren, mit dem Schwein irgendwas zu machen hier? Diesen Stein einzusaugen? Ich bin doch nur ein Schwein! Oh. Oh. Bitte warten. So. Ich habe einen Stein und keine Angst, ihn zu benutzen. Ich bin ein Schwein. So, ja, kommen Sie mal ran auf den Meter. Sieh meine Fing auch. Bam! Ich schon gesagt, bam? Bam! So, also, ja, es funktioniert tatsächlich relativ gut, Viecher mit Stein zu bewerfen. Das will ich aber nochmal gucken, ob wir im Dorf irgendwas machen können mit dem. Mit dem Schwein. Sonst ist ja jetzt hier nichts mehr, ne? Okay. Ein Dungeon müssen wir nicht nochmal rein. Der Dungeon, habe ich gelesen, ist glaube ich halt auch in der vollwertigen Fassung dann natürlich ein Stückchen größer. Kann ich da? Nein. Kann ich so? Ach guck mal. Das ist nämlich auch ein Stein. Ob wir damit hier irgendwie. Ah! Oh. Da 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 da. Hey, geh weg! Okay. Was bist du? Ein unzerstörbares Steinding. Na komm, krieg ich nicht. Verdammt. Das ist jetzt weniger gut. Ah, oh, ich kann hier Dinge verschieben. Ging das vor auch mit der Kiste und ich habe es einfach nur nicht hingekriegt? Das wäre gemein. Ach, kacke. So wird das natürlich auch nichts, Mammut. Schieß doch mal nicht wie eine Sturmtruppe. So komme ich da ja nicht durch. Oh, okay. Nochmal so. Flattermaus weg, vielen Dank. Was ist das da für ein Bild?
Was soll das bedeuten? Und wer ist eigentlich Paul? Kriegt das nicht eingesaugt, ne? Nee. Wäre noch zu einfach. Aber... Oder man muss erst da oben eine Kiste kaputt machen. Damit man dann hier genug hat zum kaputt machen. Oh, geht doch weg. Geh doch, wo du wohnst. So. Verschieben wir hier mal. Meine Fledermaus platt. Verschieben hier mal, gucke mal. Nun komm. Ja, komm. Spring mich an. Dann jetzt bitte noch mit einem. Geht auch mit Pflanze im Topf. Nein. Okay. Eine Sache habe ich noch zum Probieren. Vielleicht kann man einfach ganz viel auf das Steinmonster da werfen. In der Hoffnung. Man macht dadurch das in mehrere Steine kaputt oder so. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ah, geht doch. Guck mal, wir haben einen Stein. Steine sind sehr effektiv. Guck mal. Alles gar kein Problem. Wenn man nur weiß, wie. Lerne deinen Schwein zu benutzen. Okay. Kriege ich nicht runter. Kann ich hier was verschieben? Okay, das sind diese kleinen Kisten, die man dann quasi verschieben kann. Okay. Ob das jetzt so gewollt war? Ah, ich bin durchgekommen. Es gibt da einen Unterschied zwischen kleinen und dicken Kisten. Okay. Hey, Flattermaus. Genau. So, und jetzt? Muss ich jetzt den Schädel zum Skelett bringen? Hallo, ich will durch. Schwein passt nicht mehr durch, ja? Okay. Scheint tatsächlich irgendwie was in der Richtung zu sein. Aber ich bin zu fett. Ich passe nicht durch. Dass es sich dann am richtigen Ort dann respawnt hat, quasi der Schädel. Wieso nicht da? Der Kopfknochen muss an den Hüftknochen, der Hüftknochen muss an Armknochen. Warum? Was denn vorhin? Weil es gegen den angeditscht ist? Nee. Weil es auf den Haufen geblieben ist? Den Heuhaufen? Wird das verschieben? Wenn ich jetzt
das dahin packe. Und das dahin. Ah, oh. Musste direkt drauf. Danke fürs Zusammenbauen. Nimm diese Münzen zum Dank. Ich habe noch keine Ahnung, was ich nun machen soll. Vielleicht werde ich Model. Okay. Also, ja. Man sieht, das Spiel wird irgendwie nette Rätsel haben. Ich glaube, viel mehr werde ich jetzt auch nicht machen können im Spiel. Ich glaube, ich habe so mein Maximum aufgebraucht von dem, was man hier so machen kann. Aber wir haben jetzt auch eine Dreiviertelstunde das Spiel gespielt. Die Demo. Die nach einer Viertelstunde quasi vorbei war. Oh ja, ich bleibe bei meiner Meinung. Unterstützt das Spiel, sofern ihr es denn könnt. Packt es euch bei Steam auf die Wunschliste. Ich packe, denke ich mal, so ziemlich sämtliche Links halt rein, die ich relevant finde für das Spiel. Auch den Link zu Let's Game Dev. Und. Ne? Ja, also ich finde es ein schönes Spiel. Oder es wird höchstwahrscheinlich ein schönes Spiel. Und ja. Ich bin gespannt darauf, was aus dem Spiel dann irgendwann mal in so circa 2 Jahren wird. Ne? Und ich denke, wir gucken es uns dann auf jeden Fall auch genauer an. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und man hört und stört sich beim nächsten Angedaddelt. Bis dahin, tschö mit euch.